Too many walls in the same area, not allowed, okay. Warte. Wobei, die lassen wir einfach mal. Ah, da geht's nicht wegen dem wahrscheinlich. Wenn der weg ist, dann dürfte ich jetzt da theoretisch... Genau. Aber hier fehlt uns jetzt noch so ein Spot, ne? Machen wir das halt so. Das ist mir relativ Jacke wie Hose. Kann ich jetzt noch mehr Ballistas hinstellen, theoretisch? Wenn die da nicht wäre, könnte ich hier eine hinstellen. Naja, gut, die drei werden schon reichen, hoffe ich. Können wir dann hier unten noch irgendwo eine platzieren, oder? Nee, hier oben wäre es sinnvoller. Da oben wäre es vorerst sinnvoller. Hier nochmal Zelte aufrüsten. Können wir noch irgendwas erforschen? Hier gerade nicht. Stone Workshop? Auch nicht, okay. Eine Foundry sollten wir uns jetzt dann gönnen. Definitiv. Tag 21. Wir sind nur bei 563. Nee, warte, eine Bank. Wir brauchen eine Bank. Ich weiß zwar nicht, wo ich die reinsetzen soll. Am besten hier irgendwo. 800 Gold. Und das Gold dafür haben wir nicht. Ha! Jetzt haben wir es. Okay, passt. Sehr schön. Können wir hier... Genau, hier sollten wir noch die Steine aufrüsten. Die Steinmauern. Okay, dann läuft es ja schon langsam einigermaßen. Wir müssen die Steinproduktion noch irgendwie ankurbeln, aber ich weiß nicht wie. Rein theoretisch, wenn ich hier ein Zelt wegreiße, kann ich dann eine Quarry bauen. Uns fehlt Gold noch dafür, aber das werden wir gleich rausfinden. Werden wir gleich haben. Eine Stunde 39 ungefähr. Nicht so geil. Attention. So, okay, warum passiert jetzt hier nichts mehr? Wir haben jetzt drei Ballistas. Ich lasse mal vorsichtshalber die hier zurück. Und den ganzen Rest nutzen wir jetzt, um im Norden zu expanden. Gehen wir hier rauf oder gehen wir zuerst hier lang? Ich glaube, wir gehen zuerst hier lang und räumen hier alles auf. Wir sollten aber irgendwo... Lass mich mal kurz was gucken. Tore, was kosten Tore? Stonegate, 3 Holz, 6 Stein. Das kostet nur 3 Steine. Und das 200 Gold. Wäre es nicht fast sinnvoller, wenn wir statt Tore zu bauen, lieber hergehen und sagen, okay, wir reißen immer 2 Sowall-Dinger ein, lassen die Truppen kurz durch, expanden und machen die später wieder zu. Oder lassen sie einfach permanent offen. Wobei es halt eine Gefahr ist, später... Wenn Zombies uns angreifen, dann kommen die natürlich da durch. Aber weißt du was? Wir machen das jetzt mal so. Ihr Mädels, rennt jetzt mal da hoch. Und dann werden wir hier einfach nur die zwei wegreißen. Momentan ist es tatsächlich ressourcenschonender für uns. Wenn wir das so machen, dann können wir hier auch 2 Bogenschützen mitnehmen. Eine reicht hier. Nee, 2 hier oben und die Ballista, das reicht vollkommen. Da brauchen wir gar nicht so kleinlich sein. Feuer! Okay, schön aufräumen, Mädels. Wir teilen es jetzt mal auf. In 2 Teams. Bei... Nee, komm. Nee, das sind zu viele hier unten. Halt, eine Mühle. Wir bräuchten nochmal eine Mühle. Kann ich hier irgendwo noch eine Mühle hinstellen? Da unten könnte ich eine hinstellen. Wobei das platztechnisch ziemlich dämlich ist. Ich möchte da nämlich unbedingt... Select a free area. Okay, geht da nicht anscheinend. Kann ich hier eine hinstellen? Nein. Kann ich eine hinstellen? Nein. Kann ich eine hinstellen? Nein. Ja. Den Platz hier möchte ich freihalten für einen Ballista-Turm. Das wäre mir echt ganz nett. Sind wir ganz lieb. So, dich dahin. Bank. Bank is ready. Okay. Wir haben eine Bank. Oh, 50 Holz, 50 Stein, 1000 Gold. Wie viel können wir momentan lagern? Maximal 2000 Gold. Das heißt, wir sollten auch ein Warehouse demnächst bauen. Und wir brauchen dann bald wieder Nahrung. Task. What do you want now? What?
Okay, komm schon, macht's alle platt. Okay, nochmal ein Stück weiter vor. Ja, ja, ihr werdet bezahlt, nur keine Angst. So, die räumen da sauber auf. Halt, stopp, hier unten. Da sollte man definitiv mal aufrüsten. Was wir jetzt noch nicht aufgerüstet haben, ist er hier. Okay, damit wäre der auch safe. Kann man noch Ballistas bauen? Ja, Tatsache. Ganz kurz, hier außen können wir keine Mauern bauen, aber hier innen kann man die vielleicht gerade mal aufrüsten. Wow, einen können wir aufrüsten. Hat sich gelohnt. Das heißt, wir sollten hier vielleicht eine Ballista hinstellen. Für den Fall, dass sie von hier angreifen. Tag 23 und noch keine zweite Welle. Was ist da los? Da stimmt doch was nicht. Oh, 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 das könnte fast zu viele triggern. Mich wundert es nur, dass sie nicht das Laufen anfangen. Normalerweise sind sie da recht aggro. Research Stonehouses. Was haben wir noch? Power Plant, Foundry. Für eine Foundry sollte man sparen. 1000 Gold braucht es da. Wir haben noch nicht mal die Zelte allesamt aufgerüstet. Kann ich eigentlich schon mal in weiser Voraussicht eine Farm bauen? Nee, kann ich nicht. Oh, aber wir könnten hier die Nahrung mal erhöhen. Können wir das sonst noch irgendwo machen? Hier theoretisch? Ja, Tatsache, hier drüben. Werde ich aber jetzt... Doch, komm, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wir haben die Position eh einigermaßen im Griff, solange die Soldaten da oben rumgurken, beziehungsweise Ranger. Ich sag halt immer standardmäßig Soldaten dazu, es ist total doof eigentlich, aber was soll's. Ja, gut, lassen wir das erstmal gut sein. Eisen, wir haben wieder Eisen zum Verkaufen. Jetzt, Zombies von das South. South, die werden hier hochkommen, theoretisch greifen sie da an. Ballista können wir gerade nicht bauen, weil uns das Gold fehlt und das Holz. Ja, das ist ja ein Ding. Einziges Problem ist dieser saudünne Wall-Layer. Der ist wirklich saudünn, das ist gefährlich. Okay, unter Umständen werden wir die zwei Gebäude verlieren. Wir müssen sofort unsere Einheiten zurückziehen. Kommt schon, lauft, 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 lauft. Kann ich den hier abschalten eigentlich? Nee, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo greifen sie an? Hier oder hier? Lauft, lauft, Frauen, lauft. Okay, wir brauchen Vorräte für eine Ballista und zwar Dalli, 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 Dalli. Go, go, go. Hätte ich doch die da mal nicht hingestellt. Die kann ich jetzt auch nicht mal abreißen, weil dann geht uns das Zeug verloren. Jetzt ist nur die Frage, von wo kommen sie? Das ist jetzt die große Frage, von hier oder von hier? Wobei, das ist die schwächere Verteidigungsstellung. Ich warte jetzt mal noch eine Stunde. Okay, die werden uns wahrscheinlich hier treffen. So, haben wir... Die lassen wir vorsichtshalber da. Euch schicken wir auch mal dahin. Hier... Rein theoretisch, wenn die sich aufteilen, die würden hier über die ganze Länge angreifen, schätze ich mal. Toll. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Backing up game, ja, dankeschön. Toll, kommt wirklich super. Öl, ganz ehrlich, ach, gib mir das Holz. Das Gold. Das Gold, nicht das Holz. Was will ich denn mit dem Holz? Colony is being attacked. Achso, ja, das ist da dran. Ja, ja, ja. Ist okay. Sollen sie ruhig machen, ist mir wurscht. Okay, alle Mann hier verteilen. Da haben wir noch einen ziemlich dünnen Abschnitt, das gefällt mir gar nicht. Mal schauen, dass wir da zumachen können. Nee, scheiße, können wir nicht.
Warum kann ich hier nicht zumachen? Enemies too close. Warte mal, der Winkel, wie die sich bewegen. Die sind jetzt ungefähr hier, bewegen sich da hoch. Oh, scheiße, die werden hier treffen. Lauft. Um Gottes Willen, lauft. Ich weiß, ich brülle hier schon wieder ins Mikrofon, aber... Wobei, halt. Die gehen hier hoch. Die gehen hoch. Warum gehen die hoch? Ich meine, ja, gut, ist okay. Ist völlig okay. Die dürfen hochgehen. Yeah, enemy is too close to this location. Was? Wenn sie da angreifen wollen, meinetwegen. Ist mir wurscht. Aber hier können wir vielleicht gerade noch mal ein paar Mauern aufrüsten. Das wäre ganz, ganz nett. So, und während die da am Arbeiten sind, könnten wir hergehen und hier noch mal ein paar Zelte aufrüsten. Hauptsache, wir haben Gold. Was das angeht, bin ich eigentlich viel zu langsam. 561, der andere Typ, der hätte jetzt schon lange über 1000. So, und immer schauen, dass die Ranger möglichst weit vorne an der Mauer stehen, dass sie auch feuern können, wenn sie kommen. Oh. Oh, ich kann hier gar keine zweite Ding hinbauen. Das heißt, wir müssen die hier außen irgendwo hinsetzen. Blöd. Ich hoffe, es geht gut, was ich da jetzt vorhabe. Okay, das war's. Das scheint es gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, alle 28 da wieder rauf. Lediglich zwei von euch lassen wir hier. Hallo? Zwei bleiben hier und passen auf, dass hier nichts passiert. So, der ganze Rest da hoch. Okay, den reparieren wir. Und dann machen wir hier weiter, wo wir aufgehört haben. Hier die Map clearen. Das heißt, wieder mal allesamt aufteilen. Ballista completed. Okay, wir gehen weiterhin hier auf die Gebäude. Hier nochmal Ranger in Auftrag geben. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir die Mauern aufrüsten. Ganz, ganz dringend. Ballistas haben wir gerade keine mehr, ne? Das ist ein bisschen doof. So, können wir nochmal was erforschen? Wir können hier Fallen erforschen. Ich weiß nicht, ob der Typ mit Fallen gearbeitet hat. Tech Lookout Tower hat er sich auch nicht wirklich geholt. Ich meine, ich habe es auch nicht vollständig angeguckt bisher. Muss ich zugeben. Power Plant und Stone Houses. Foundry. Brauchen wir 1000 Gold. Okay, wir warten jetzt, bis wir die 1000 Goldstücke beisammen haben. Das wird das definitiv bekommen. So, dann räumen wir hier mal auf. Oh, im Norden. Kann ich da theoretisch noch eine Ballista hinstellen? Ja, zur Not schon, aber... Wer schreit hier schon wieder? Find's faszinierend, dass... Oh! Das eine Gebäude ist fast beschädigt, also fast zerstört. Kümmert sich mal jemand darum? Die Ballista feuert nicht wirklich, gefällt mir nicht. Okay, Nahrung. Wir haben gesagt... Fisherman's Cottage? Ah, hier 14. Genau. Und da 15. Um Gottes Willen. Das sind so viele Mistviecher hier. Tag 25... Aber es läuft schon mal besser als sonst. Wir können eigentlich auch hergehen und jetzt hier mal eine Quarry hinstellen. Dann haben wir hier plus 4 Holz. Ich bräuchte nochmal ein paar Ranger. Einen stelle ich jetzt nochmal dahin.
Von euch ziehe ich auch mal einen ab, dass wir die Position hier verteidigen können.